Meine Damen und Herren, mein Tübinger Vortrag, den ich heute hier wiederholen soll, war über das Thema Duldsamkeit und intellektuelle Verantwortlichkeit. Er wurde gehalten, um an Leopold Lukas zu erinnern, an einen Gelehrten, einen Historiker, einen Mann, der in seiner Duldsamkeit und in seiner Menschlichkeit ein Opfer der Unduldsamkeit und der Unmenschlichkeit geworden ist. Dr. Leopold Lukas wurde als 70-Jähriger im Dezember 1942 mit seiner Frau in das Konzentrationslager Theresienstadt gebracht, wo er als Seelsorger wirkte. Eine unendlich schwere Aufgabe. Dort starb er nach 10 Monaten. Seine Frau Dora Lukas blieb nach dem Tode ihres Mannes noch 13 Monate in Theresienstadt, wo sie als Krankenschwester arbeiten konnte. Im Oktober 1944 wurde sie zusammen mit 18.000 anderen Gefangenen nach Polen deportiert. Dort wurden sie getötet. Es war ein furchtbares Schicksal und es war das Schicksal von unzähligen Menschen. Persönlichkeiten, Menschen, die andere Menschen liebten, die anderen Menschen zu helfen suchten, die von anderen Menschen geliebt wurden und denen andere Menschen zu helfen suchten. Es waren Familien, die zerrissen, zerstört, vernichtet wurden. Es ist nicht meine Absicht, hier über diese entsetzlichen Ereignisse zu sprechen. Was immer man über sie sagen mag oder auch nur denken mag, es kommt einem wie ein Versuch vor, diese furchtbaren Dinge zu beschönigen. Aber das Grauen geht weiter. Die Flüchtlinge aus Vietnam, die Opfer von Pol Pot in Kambodscha, die Opfer der Revolution im Iran, die Flüchtlinge aus Afghanistan. Immer wieder werden Menschen, Kinder, Frauen, Männer, die Opfer von machttrunkenen Fanatikern. Was können wir tun, um diese unbeschreiblichen Geschehnisse zu verhindern? Können wir überhaupt etwas tun? Können wir überhaupt etwas verhindern? Meine Antwort auf diese Frage ist ja. Ich glaube, dass wir viel tun können. Wenn ich sage wir, so meine ich die Intellektuellen, also Menschen, die an Ideen interessiert sind, also insbesondere die, die lesen und vielleicht auch schreiben. Warum denke ich, dass wir die Intellektuellen helfen können? Einfach deshalb, weil wir, die Intellektuellen, seit Jahrtausenden den grässlichsten Schaden angestiftet haben. Der Massenmord im Namen einer Idee, einer Lehre, einer Theorie, einer Religion. Das ist unser Werk, unsere Erfindung, die Erfindung von Intellektuellen. Würden wir aufhören, die Menschen gegeneinander zu hetzen, oft mit den besten Absichten, damit allein wäre schon viel gewonnen. Niemand kann sagen, dass das für uns unmöglich ist. Das Wichtigste der 10 Gebote lautet: Du sollst nicht töten. Es enthält fast die ganze Ethik. Wie zum Beispiel Schopenhauer die Ethik formuliert, ist sie nur eine Erweiterung dieses wichtigsten Gebotes. Schopenhauers Erweiterung ist einfach, direkt, klar. Er sagt: Schade niemanden, sondern hilf allen, so gut du kannst. Aber was geschah, als Moses das erste Mal vom Berg Sinai mit den steinernen Tafeln herunterkam, noch bevor er die 10 Gebote verkünden konnte? Er entdeckte eine todeswürdige Ketzerei, die Ketzerei des goldenen Kalbs. Da vergaß er das Gebot, du sollst nicht töten, und rief, ich zitiere Luthers Übersetzung: Herr zu mir, wer den Herrn angehört. So spricht der Herr, der Gott Israels.
gürte ein jeglicher sein Schwert auf seine Lenden und erwürge ein jeglicher seinen Bruder, Freund und Nächsten. Und zu vielen des Tages vom Volk 3000 Mann. Das war vielleicht der Anfang, aber sicher ist, dass es so weiterging. Und besonders, nachdem das Christentum zur Staatsreligion wurde. Es ist eine erschreckende Geschichte von religiösen Verfolgungen, Verfolgungen um der Rechtgläubigkeit willen. Später, vor allem im 17. und 18. Jahrhundert, kamen dann noch andere ideologische Glaubensgründe dazu, um die Verfolgung, die Grausamkeiten, den Terror zu rechtfertigen. Nationalität, Rasse, politische Rechtgläubigkeit. In der Idee der Rechtgläubigkeit und des Ketzertums sind die kleinlichsten, für die die Intellektuellen besonders anfällig sind. Arroganz, Rechthaberei, Besserwissen, intellektuelle Eitelkeit. Das sind kleinliche Laster, nicht große Laster wie die Grausamkeit. Der Titel meines Vortrags, Duldsamkeit und intellektuelle Verantwortlichkeit, spielt auf ein Argument von Voltaire an. Voltaire, des Vaters der Aufklärung, ein Argument für die Toleranz. Voltaire fragt, was ist Toleranz? Und er antwortet, Toleranz ist die notwendige Folge der Einsicht, dass wir fehlbare Menschen sind. Irren ist menschlich und wir alle Menschen machen dauernd Fehler. So lasst uns denn einander unsere Torheiten verzeihen. Das ist das Grundgesetz des Naturrechts. Voltaire appelliert an unsere intellektuelle Redlichkeit. Wir sollen uns unsere Fehler, unsere Fehlbarkeit, unsere Unwissenheit eingestehen. Voltaire weiß wohl, dass es durch und durch überzeugte Fanatiker gibt. Aber ist ihre Überzeugung wirklich durch und durch ehrlich? Haben sie sich selbst über ihre Überzeugungen und deren Gründe ehrlich geprüft? Und ist die kritische Selbstprüfung nicht ein Teil aller intellektueller Redlichkeit? Ist nicht der Fanatismus oft ein Versuch, unseren eigenen uneingestandenen Unglauben, den wir unterdrückt haben und der uns daher halb bewusst ist, zu übertönen? Voltaires Appell an unsere intellektuelle Bescheidenheit und vor allem sein Appell an unsere intellektuelle Redlichkeit hat zu seiner Zeit großen Eindruck auf die Intellektuellen gemacht. Ich möchte diesen Appell hier erneuern. Voltaire begründet die Toleranz damit, dass wir einander unsere Torheiten vergeben sollen. Aber eine weit verbreitete Torheit, die der Intoleranz, findet Voltaire mit Recht schwer zu tolerieren. In der Tat, hier hat die Toleranz ihre Grenzen. Wenn wir der Intoleranz den Anspruch zugestehen, toleriert zu werden, dann zerstören wir die Toleranz und den Rechtsstaat. Das war das Schicksal der Weimarer Republik. Aber es gibt außer der Intoleranz noch andere Torheiten, die wir nicht tolerieren sollten. Vor allem jene Torheit, die die Intellektuellen dazu bringt, mit der letzten Mode zu gehen. Eine Torheit, die viele dazu gebracht hat, in einem dunklen, eindrucksvollen Stil zu schreiben. In jenem orakelhaften Stil, den Goethe im Hexeneimer eins und an anderen Stellen des Faust so vernichtend kritisiert hat. Dieser Stil, der Stil der großen, dunklen, eindrucksvollen, unverständlichen Worte. Diese Schreibweise sollte nicht länger bewundert, ja, sie sollte von den Intellektuellen nicht einmal länger geduldet werden. Sie ist intellektuell unverantwortlich.
Sie zerstört den gesunden Menschenverstand, die Vernunft. Sie macht jene Haltung möglich, die man als Relativismus bezeichnet hat. Diese Haltung führt zu der These, dass alle Thesen intellektuell mehr oder weniger gleich vertretbar sind. Alles ist erlaubt. Daher führt die These des Relativismus offenbar zur Anarchie, zur Rechtlosigkeit und zur Herrschaft der Gewalt. Mein Thema, Toleranz und intellektuelle Verantwortlichkeit, hat mich also zu der Frage des Relativismus geführt. Ich möchte hier dem Relativismus eine Position gegenüberstellen, die fast immer mit dem Relativismus verwechselt wird, die aber von diesem Grund verschieden ist. Ich habe diese Position oft als Pluralismus bezeichnet, aber das hat eben zu jenen Missverständnissen geführt. Ich will sie deshalb hier als einen kritischen Pluralismus charakterisieren. Während der Relativismus, der aus einer laxen Toleranz entspringt, zur Herrschaft der Gewalt führt, kann der kritische Pluralismus zur Zähmung der Gewalt beitragen. Für die Gegenüberstellung von Relativismus und kritischem Pluralismus ist die Idee der Wahrheit von entscheidender Bedeutung. Relativismus ist die Position, dass man alles behaupten kann oder fast alles und daher nichts. Alles ist wahr oder nichts. Die Wahrheit ist also bedeutungslos. Der kritische Pluralismus ist die Position, dass im Interesse der Wahrheitssuche jede Theorie, je mehr Theorien, desto besser, zum Wettbewerb zwischen den Theorien zugelassen werden soll. Dieser Wettbewerb besteht in der rationalen Diskussion der Theorien und in ihrer kritischen Eliminierung. Die Diskussion ist rational. Das heißt, dass es um die Wahrheit der konkurrierenden Theorien geht. Die Theorie, die in der kritischen Diskussion der Wahrheit näher zu kommen scheint, ist die bessere. Und die bessere Theorie verdrängt die schlechteren Theorien. Es geht also um die Wahrheit. Die Idee der objektiven Wahrheit und die Idee der Wahrheitssuche sind hier von entscheidender Bedeutung. Der Mann, der als erster eine Wahrheitstheorie entwickelte, die die Idee der objektiven Wahrheit mit der Idee unserer grundsätzlichen menschlichen Fehlbarkeit verband, war der Vorsokratiker Xenophanes. Er wurde 571 vor Christus in Kleinasien geboren. Er war der erste Grieche, der Literaturkritik schrieb, der erste Ethiker, der erste Erkenntniskritiker und der erste spekulative Monotheist. Xenophanes war der Gründer einer Tradition, einer Denkrichtung, zu der unter anderem Sokrates, Montaigne, Erasmus, Voltaire und Lessing gehörten. Diese Tradition wird manchmal als die der skeptischen Schule bezeichnet. Aber diese Bezeichnung kann leicht zu Missverständnissen führen. Dudens deutsches Wörterbuch erklärt Skepsis als Zweifel, Ungläubigkeit und Skeptiker als misstrauischer Mensch. Und das ist offenbar die deutsche Bedeutung des Wortes und die moderne Bedeutung überhaupt. Aber das griechische Verbum, von dem sich die deutsche Wortfamilie skeptisch, Skeptiker, Skeptizismus herleitet, bedeutet ursprünglich nicht zweifeln, sondern prüfend betrachten, prüfen, erwägen, untersuchen, suchen, forschen. Unter den Skeptikern im ursprünglichen Sinn dieses Wortes hat es sicher auch viele Zweifler und vielleicht auch misstrauische Menschen gegeben. Aber die fatale Gleichsetzung der Worte Skepsis und Zweifel war vielleicht ein Schachzug der stoischen Schule, die ihre Konkurrenten karikieren wollte. Jedenfalls waren die Skeptiker Xenophanes, Sokrates, Erasmus, Montaigne, Locke und Voltaire und Lessing alle Theisten oder Deisten. Was alle die Mitglieder dieser skeptischen Tradition gemeinsam haben, auch Nikolaus von Kurs, der ein Kardinal war,
und Erasmus von Rotterdam. Und was auch ich mit dieser Tradition gemeinsam habe, ist, dass wir unsere menschliche Unwissenheit betonen. Daraus ziehen wir die wichtigsten ethischen Konsequenzen. Duldsamkeit, aber keine Duldung der Unduldsamkeit, der Gewalt und der Grausamkeit. Xenophanes war von Beruf Rhapsode. Geschult an Homer und Hesiod, kritisierte er beide. Seine Kritik war ethisch und pädagogisch. Er wandte sich dagegen, dass die Götter stehlen, lügen, Ehe brechen, wie Homer und Hesiod erzählen. Das führte ihn dazu, die homerische Götterlehre einer Kritik zu unterwerfen. Das wichtigste Ergebnis der Kritik war die Entdeckung dessen, was wir heute als Anthropomorphismus bezeichnen. Die Entdeckung, dass die griechischen Göttergeschichten nicht ernst zu nehmen sind, weil sie die Götter als Menschen darstellen. Ich darf vielleicht hier einige der Argumente des Xenophanes in Versform zitieren, in meiner fast wörtlichen Übersetzung. Stumpfnasig schwarz, so sehen Äthiopiens Menschen die Götter, blauäugig aber und blond, so sehen ihre Götter die Thraker. Aber die Rinder und Rosse und Löwen, hätten sie Hände, Hände wie Menschen, zum Zeichnen, zum Malen, ein Bildwerk zu schaffen, dann würden Rosse die Götter gleich Rossen, die Rinder gleich Rindern malen und deren Gestalten, die Formen der göttlichen Körper, nach ihrem eigenen Bilde erschaffen, ein jedes nach seinem. Damit stellt sich Xenophanes sein Problem. Wie sollen wir uns die Götter denken? Wie sollen wir sie uns denken nach dieser Kritik des Anthropomorphismus? Wir haben vier Fragmente, die einen wichtigen Teil seiner Antwort enthalten. Die Antwort ist monotheistisch, obwohl Xenophanes, ähnlich wie Luther in seiner Übersetzung des ersten Gebotes, in der Formulierung seines Monotheismus seine Zuflucht zu Göttern im Plural nimmt. Xenophanes schreibt: Ein Gott nur ist der größte Alleinsterblichen gleich, noch in seinen Gedanken. Stets am selbigen Ort verharrt er ohne Bewegung, und es geziemt ihm auch nicht, bald hierhin, bald dorthin zu wandern. Mühelos schwingt er das All, allein durch sein Wissen und Wollen. Ganz ist er Sehen, ganz Denken und Planen, und ganz ist er Hören. Das sind die Fragmente, die über Xenophanes spekulative Theologie berichten. Es ist klar, dass diese völlig neue Theorie für Xenophanes die Lösung eines schwierigen Problems war. In der Tat, sie kam ihm als die Lösung des größten aller Probleme, des Weltproblems. Niemand, der etwas über die Psychologie der Erkenntnis weiß, kann bezweifeln, dass diese neue Einsicht ihrem Schöpfer wie eine Offenbarung erschienen musste. Trotzdem sagte er klar und ehrlich, dass seine Theorie nicht mehr war als eine Vermutung. Das war ein selbstkritischer Sieg ohnegleichen, ein Sieg seiner intellektuellen Redlichkeit und seiner Bescheidenheit. Xenophanes verallgemeinte diese Selbstkritik in einer für ihn überaus charakteristischen Weise. Ihm wurde klar, dass das, was er über seine eigene Theorie herausgefunden hatte, dass sie trotz ihrer intuitiven Überzeugungskraft nicht mehr war als eine Vermutung, von allen menschlichen Theorien gelten muss. Alles ist nur Vermutung. Das scheint mir zu verraten, dass es ihm nicht allzu leicht geworden ist, seine eigene Theorie als Vermutung zu sehen. Xenophanes formuliert diese kritische Theorie der Erkenntnis in vier schönen Verszeilen. Sichere Wahrheit erkannte kein Mensch und wird keiner erkennen über die Götter und alle die Dinge, von denen ich spreche. Sollte einer auch einst die vollkommenste Wahrheit verkünden,
Wissen könnt ihr das nicht. Es ist alles durchwebt von Vermutung. Diese vier Zeilen enthalten mehr als eine Theorie der Unsicherheit des menschlichen Wissens. Sie enthalten eine Theorie der objektiven Wahrheit. Denn Xenophanes lehrt hier, dass etwas, das ich sage, wahr sein kann, ohne dass ich oder sonst jemand weiß, dass es wahr ist. Das heißt aber, dass die Wahrheit objektiv ist. Wahrheit ist die Übereinstimmung dessen, was gesagt wird, mit den Tatsachen. Ob ich es weiß oder nicht weiß, dass die Übereinstimmung besteht. Darüber hinaus enthalten diese vier Zeilen noch eine weitere sehr wichtige Theorie. Sie sagen, dass ich, auch wenn ich die vollkommenste Wahrheit verkünde, das nicht mit Sicherheit wissen kann. Denn es gibt kein unfehlbares Kriterium der Wahrheit. Wir können eben nie oder fast nie ganz sicher sein, dass wir uns nicht geirrt haben. Aber Xenophanes war kein erkenntnistheoretischer Pessimist. Er war ein Sucher und es gelang ihm im Laufe seines langen Lebens, manche seiner Vermutungen kritisch zu verbessern, besonders auch seine naturwissenschaftlichen Theorien. Er formulierte das folgendermaßen: Nicht von Beginn an enthüllten die Götter den Sterblichen alles, aber im Laufe der Zeit finden sie suchend das Bessere. Xenophanes erklärt auch, was er mit dem Besseren meint. Er meint die Annäherung an die objektive Wahrheit, die Wahrheitsnähe, die Wahrheitsähnlichkeit, denn er sagt von einer seiner eigenen Vermutungen. Diese Vermutung ist, so scheint es, der Wahrheit recht ähnlich. Es ist möglich, dass in diesem Fragment die Worte diese Vermutung auf Xenophanes monotheistische Theorie der Gottheit hinweisen. Zum vollen Verständnis von Xenophanes Theorie der Wahrheit ist es wichtig zu betonen, dass Xenophanes die objektive Wahrheit von der subjektiven Sicherheit deutlich unterscheidet. Die objektive Wahrheit ist die Übereinstimmung einer Aussage mit den Tatsachen, ob wir das nun wissen, sicher wissen oder nicht. Die Wahrheit darf also nicht mit der Sicherheit verwechselt werden oder mit dem sicheren Wissen. Wer etwas sicher weiß, der kennt die Wahrheit. Aber es kann sein, dass jemand etwas vermutet, ohne es sich wahr ist. Xenophanes deutet ganz richtig an, dass es viele Wahrheiten gibt und wichtige Wahrheiten, die niemand sicher weiß, ja, die niemand wissen kann, obwohl sie von manchen vermutet werden. Und er deutet weiter an, dass es Wahrheiten gibt, die niemand auch nur vermutet. In der Tat, in jeder Sprache, in der wir über unendlich viele natürliche Zahlen sprechen können, gibt es unendlich viele eindeutige Sätze. Jeder dieser Sätze ist entweder wahr oder falsch. Und wenn er falsch ist, so ist seine Negation wahr. Es gibt also unendlich viele Wahrheiten. Und daraus folgt weiter, dass es unendlich viele Wahrheiten gibt, die wir niemals wissen können, also unendlich viele unerkennbare Wahrheiten. Auch heute noch gibt es viele Philosophen, die denken, dass die Wahrheit nur dann von Bedeutung für uns sein kann, wenn wir sie besitzen, wenn wir sie mit Sicherheit wissen. Aber gerade das Wissen um die Tatsache, dass es Vermutungswissen gibt, ist von großer Bedeutung. Es gibt Wahrheiten, denen wir nur in mühevollem Suchen näher kommen können. Unser Weg führt durch den Irrtum. Und ohne Wahrheit kann es keinen Irrtum geben. Und ohne Irrtum keine Fehlbarkeit. Die Einsicht, dass Xenophanes die Theorie des Vermutungswissens vor 2500 Jahren vorweggenommen hat, lehrte mich, bescheiden zu sein. Aber auch die Idee der intellektuellen Bescheidenheit wurde fast ebenso lang vorweggenommen. Sie stammt von Sokrates. Sokrates war der zweite und viel einflussreichere Gründer der skeptischen Tradition. Er lehrte,
Nur der ist weise, der weiß, dass er es nicht ist. Sokrates und etwa gleichzeitig Demokrit machten unabhängig voneinander dieselbe ethische Entdeckung. Beide sagten, fast mit denselben Worten, Unrecht leiden ist besser als Unrecht tun. Man kann wohl sagen, dass diese Einsicht, jedenfalls zusammen mit der Einsicht, wie wenig wir wissen, zur Toleranz führt, wie es denn später auch Voltaire lehrte. Ich komme nun zu der gegenwärtigen Bedeutung dieser selbstkritischen Philosophie der Erkenntnis. Hier ist zuerst der folgende Einwand zu besprechen. Es ist ja richtig, wird man sagen, dass Xenophanes, Demokrit und Sokrates nichts wussten. Und es war in der Tat Weisheit, dass sie ihr eigenes Nichtwissen erkannten. Und vielleicht noch größere Weisheit, dass sie die Haltung von Suchern annahmen. Wir, oder richtiger, unsere Naturwissenschaftler, sind noch immer Sucher, Forscher. Aber heute sind die Naturwissenschaftler nicht nur Sucher, sondern auch Finder. Und sie wissen ja eine ganze Menge. So viel, dass die bloße Menge unseres naturwissenschaftlichen Wissens zum Problem geworden ist. Können wir also heute noch ernstlich unsere Philosophie der Erkenntnis auf die sokratische These des Nichtwissens aufbauen? Der Einwand ist richtig, aber nur, wenn wir vier überaus wichtige Zusätze gemacht haben. Erstens, wenn hier gesagt wird, dass die Naturwissenschaft vieles weiß, dann ist das zwar richtig, aber das Wort Wissen wird hier anscheinend unbewusst in einem Sinn gebraucht, der völlig verschieden ist von dem Sinn, den Xenophanes, Sokrates meinten und den das Wort Wissen auch in der heutigen Umgangssprache noch hat. Denn wir meinen bei Wissen immer sicheres Wissen. Wenn jemand sagt, ich weiß, dass heute Dienstag ist, aber ich bin nicht sicher, dass heute Dienstag ist, so widerspricht er sich selbst oder er zieht im zweiten Teil seines Satzes zurück, was er im ersten gesagt hat. Aber das naturwissenschaftliche Wissen ist eben nicht sicheres Wissen. Es ist redivierbar. Es besteht aus überprüfbaren Vermutungen. Im besten Fall ungemein streng überprüften Vermutungen. Aber doch immer nur aus Vermutungen. Es ist hypothetisches Wissen, Vermutungswissen. Das ist der erste Zusatz und er allein ist eine volle Rechtfertigung des sokratischen Nichtwissens und der Bemerkung des Xenophanes, dass auch dann, wenn wir die vollkommene Wahrheit aussprechen, wir nicht wissen können, dass das, was wir gesagt haben, nicht im Einwand machen muss, dass wir heute so viel wissen, ist der folgende. Mit fast jeder neuen naturwissenschaftlichen Errungenschaft, mit jeder hypothetischen Lösung eines naturwissenschaftlichen Problems, wachsen die Zahl und die Schwierigkeiten der offenen Probleme, und zwar weit schneller als die Lösungen. Wir können wohl sagen, dass während unser hypothetisches Wissen endlich ist, unser Nichtwissen unendlich ist. Aber nicht nur das. Für den richtigen Naturwissenschaftler, der einen Sinn für offene Probleme hat, wird die Welt in einem ganz konkreten Sinn immer rätselhafter. Mein dritter Zusatz ist der folgende. Wenn wir sagen, dass wir heute mehr wissen als Xenophanes oder Sokrates, dann ist das vermutlich unrichtig, falls wir Wissen im subjektiven Sinn interpretieren. Vermutlich weiß jeder von uns nicht mehr, sondern andere Dinge. Wir haben gewisse Theorien, gewisse Hypothesen, gewisse Vermutungen gegen andere ausgetauscht, sehr oft gegen bessere, bessere im Sinne der Wahrheitsnähe. Den Inhalt dieser Theorien, Hypothesen, Vermutungen kann man als Wissen im objektiven Sinne bezeichnen, im Gegensatz zum subjektiven oder persönlichen Wissen, das wir sozusagen in unserem Kopf tragen. Zum Beispiel das, was im vielbändigen Handbuch der Physik enthalten ist,
ist unpersönliches oder objektives Wissen, natürlich hypothetisches Wissen. Es geht weit über das hinaus, was auch der gelehrteste Physiker wissen kann. Das, was ein Physiker weiß oder genauer vermutet, kann als sein persönliches oder subjektives Wissen bezeichnet werden. Beides, das unpersönliche und das persönliche Wissen, ist größtenteils hypothetisch und verbesserungsfähig. Aber nicht nur geht das unpersönliche Wissen heutzutage weit über das hinaus, was irgendein Mensch persönlich wissen kann, sondern der Fortschritt des unpersönlichen, des objektiven Wissens ist so schnell, dass das persönliche Wissen nur auf kurze Zeit und in kleinen Gebieten Schritt halten kann. Es wird schnell überholt. Hier haben wir also noch einen vierten Grund, um Sokrates recht zu geben. Denn dieses überholte Wissen besteht aus Theorien, die sich als falsch herausgestellt haben. Überholtes Wissen ist daher, zumindest im Sinne der Umgangssprache, bestimmt kein Wissen. Wir haben also vier Gründe, die zeigen, dass auch heute die sokratische Einsicht, ich weiß, dass ich nichts weiß und kaum das, hochaktuell ist, vielleicht noch aktueller als zur Zeit des Sokrates. Und wir haben Grund, aus dieser Einsicht zur Verteidigung der Toleranz jene ethischen Konsequenzen zu ziehen, die von Erasmus, Montaigne, Voltaire und später von Lessing gezogen wurden. Und noch weitere Konsequenzen. Die Prinzipien, die jeder rationalen Diskussion zugrunde liegen, das heißt jeder Diskussion im Dienste der Wahrheitssuche, sind recht eigentlich ethische Prinzipien. Ich möchte drei solche Prinzipien angeben. Erstens, das Prinzip der Fehlbarkeit. Vielleicht habe ich Unrecht und vielleicht hast du Recht, aber wir können auch beide Unrecht haben. Zweitens, das Prinzip der vernünftigen Diskussion. Wir wollen versuchen, möglichst unpersönlich unsere Gründe für und wider eine bestimmte kritisierbare Theorie abzuwägen. Drittens, das Prinzip der Annäherung an die Wahrheit. Durch eine sachliche Diskussion kommen wir fast immer der Wahrheit näher und wir kommen zu einem besseren Verständnis, auch dann, wenn wir nicht zu einer Einigung kommen. Es ist bemerkenswert, dass alle drei Prinzipien erkenntnistheoretische und gleichzeitig ethische Prinzipien sind. Denn sie implizieren unter anderem Duldsamkeit, Toleranz. Wenn ich von dir lernen kann und im Interesse der Wahrheitssuche lernen will, dann muss ich dich nicht nur dulden, sondern als potenziell gleichberechtigt anerkennen. Die potenzielle Einheit und Gleichberechtigung aller Menschen sind eine Voraussetzung unserer Bereitschaft, rational zu diskutieren. Wichtig ist auch das Prinzip, dass wir von einer Diskussion viel lernen können, auch dann, wenn sie nicht zu einer Einigung führt. Denn die Diskussion kann uns helfen, über einige unserer Irrtümer klar zu werden. Es liegen also der Naturwissenschaft ethische Prinzipien zugrunde. Die Idee der Wahrheit als das grundlegende regulative Prinzip ist ein solches ethisches Prinzip. Die Wahrheitssuche und die Idee der Annäherung an die Wahrheit sind weitere ethische Prinzipien. Ebenso auch die Idee der intellektuellen Redlichkeit und die Idee der Fehlbarkeit, die uns zur selbstkritischen Haltung und zur Toleranz führt. Sehr wichtig ist auch, dass wir im Gebiet der Ethik lernen können. Das möchte ich noch am Beispiel der Ethik für die Intellektuellen aufzeigen, insbesondere der Ethik für die intellektuellen Berufe, der Ethik für die Wissenschaftler, für die Mediziner, Juristen, Ingenieure, für die öffentlichen Beamten und, sehr wichtig, für die Politiker. Ich möchte Ihnen 12 Sätze für eine neue Berufsethik unterbreiten. Sätze, die mit den Ideen der Toleranz
und der intellektuellen Redlichkeit eng zusammenhängen. Der alte Imperativ für den Intellektuellen ist: sei eine Autorität, wisse alles in deinem Gebiet. Wenn du einmal als Autorität anerkannt bist, dann wird deine Autorität auch von deinen Kollegen beschützt werden, und du musst natürlich deinerseits die Autorität deiner Kollegen beschützen. Ich brauche kaum zu betonen, dass diese alte professionelle Ethik immer schon intellektuell unredlich war. Sie führt zum Vertuschen der Fehler um der Autorität willen, insbesondere auch in der Medizin. Ich schlage deshalb eine neue Berufsethik vor, und nicht nur für Naturwissenschaftler. Ich schlage vor, sie auf folgende 12 Sätze zu gründen, mit denen ich schließe. 1. Unser objektives Vermutungswissen geht immer weiter über das hinaus, was ein Mensch wissen kann. Es gibt daher keine Autoritäten. Das gilt auch innerhalb von Spezialfächern. 2. Es ist unmöglich, alle Fehler zu vermeiden oder auch nur alle an sich vermeidbaren Fehler. Fehler werden dauernd von allen Wissenschaftlern gemacht. Die alte Idee, dass man Fehler vermeiden kann und daher als Autorität verpflichtet ist, sie zu vermeiden, muss revidiert werden. Sie ist selbst fehlerhaft. Natürlich bleibt es unsere Aufgabe, Fehler nach Möglichkeit zu vermeiden. Aber gerade um sie zu vermeiden, müssen wir uns vor allem klar darüber werden, wie schwer es ist, sie zu vermeiden, und dass es niemandem völlig gelingt. Es gelingt auch nicht den schöpferischen Wissenschaftlern, die von ihrer Intuition geleitet werden. Die Intuition kann auch irreführen. Auch in den am besten bewährten unter unseren Theorien können Fehler verborgen sein. Und es ist die spezifische Aufgabe des Wissenschaftlers, nach solchen Fehlern zu suchen. Die Feststellung, dass eine gut bewährte Theorie oder ein viel verwendetes praktisches Verfahren fehlerhaft ist, kann eine wichtige Entdeckung sein. 5. Wir müssen deshalb unsere Einstellung zu unseren Fehlern ändern. Es ist hier, wo unsere praktische ethische Reform beginnen muss. Denn die alte berufsethische Einstellung führt dazu, unsere Fehler zu vertuschen, zu verheimlichen und so schnell wie möglich zu vergessen. Das neue Grundgesetz ist, dass wir, um zu lernen, Fehler möglichst zu vermeiden, gerade von unseren Fehlern lernen müssen. Fehler vertuschen ist deshalb die größte intellektuelle Sünde. Wir müssen daher dauernd nach unseren Fehlern Ausschau halten. Wenn wir sie finden, müssen wir sie uns einprägen, sie nach allen Seiten analysieren, um ihnen auf den Grund zu gehen. Die selbstkritische Haltung und die Aufrichtigkeit werden damit zur Pflicht. 9. Da wir von unseren Fehlern lernen müssen, so müssen wir es auch lernen, es anzunehmen, ja dankbar anzunehmen, wenn andere uns auf unsere Fehler aufmerksam machen. Wenn wir andere auf ihre Fehler aufmerksam machen, so sollen wir uns immer daran erinnern, dass wir selbst ähnliche Fehler gemacht haben wie sie. Und wir sollen uns daran erinnern, dass die größten Wissenschaftler Fehler gemacht haben. Ich will sicher nicht sagen, dass unsere Fehler gewöhnlich entschuldbar sind. Wir dürfen in unserer Wachsamkeit nicht nachlassen. Aber es ist menschlich unvermeidbar, immer wieder Fehler zu machen. 10. Wir müssen uns klar werden, dass wir andere Menschen zur Entdeckung und Korrektur von Fehlern brauchen und sie uns. Insbesondere auch Menschen, die mit anderen Ideen in einer anderen Atmosphäre aufgewachsen sind. Auch das führt zu Toleranz. 11. Wir müssen lernen, dass Selbstkritik die beste Kritik ist, dass aber die Kritik durch andere eine Notwendigkeit ist. Sie ist fast ebenso gut wie die Selbstkritik. 12. Rationale Kritik muss immer spezifisch sein.
Sie muss spezifische Gründe angeben, warum spezifische Aussagen, spezifische Hypothesen falsch zu sein scheinen oder spezifische Argumente ungültig. Sie muss von der Idee geleitet sein, der objektiven Wahrheit näher zu kommen. Sie muss in diesem Sinn unpersönlich sein. Ich bitte Sie, meine Formulierungen als Vorschläge zu betrachten. Sie sollen zeigen, dass man nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern auch im ethischen Gebiet diskutierbare und verbesserbare Vorschläge machen kann. Danke.